Die Sonne ist erwacht und ein neuer Tag ist auf Ollis Farm angebrochen. Olli reibt sich die Augen, setzt sich an den Frühstückstisch und überlegt, was er wohl heute machen könnte. Da hat er eine Idee. Er will... Doch, das soll euch der Tukan erzählen. Also, los! Haltet euren Blinddarm fest, Olli will Arzt werden. Und wenn er weiter so frisst, wird er wohl sein erster Patient werden. Da muss ich wohl ran, das Telefon scheint zu klingeln. Hallo, hier spricht Dr. Olli. Du brauchst mir nicht den Kopf abzubellen. Ich hab meinen ersten Patienten. Ich hätte ihn lieber fragen sollen, wo er steckt. Aber keine Angst, ich folge meinen Ohren. Und Olli findet seinen Patienten. Auf der anderen Seite der Weide hockt Sammy, der Hund, und jammert zum Stein erweichen. Als Olli kommt, hält Sammy ihm seine blutende Pfote hin, mit einem langen, rostigen Nagel darin. Was habe ich denn gegen eingewachsene Nägel? Einen schönen, dicken, leuchtend weißen Verband. Der Fall ist abgewickelt und ich fühle mich jetzt auch schon viel besser. Du brauchst dich nicht zu bedanken. Ich schicke dir morgen früh eine Rechnung. Der arme Sammy kann sich auch gar nicht bedanken. Schließlich hat Olli ihm neben der Pfote auch gleich das Maul mit bandagiert. Es befriedigt ungemein, wenn man den Kranken helfen kann. Ich muss die Augen offen halten. Es könnte doch noch mehr kranke Geschöpfe geben, die mich brauchen. Olli, sei kein Flop. Die Medizin ist dein Job. Da ist schon ein neuer Patient. Einer der Störche, die sich auf der Durchreise etwas zu essen aus dem Teich fischen wollten, ist unvorsichtig gewesen und ein mächtiger Krebs hat sich mit beiden Scheren in seiner Wade festgebissen. Es tut so weh, ich kann's nicht aushalten. Das ist ein Trümmerbruch. So dumm, dass ich keine Ersatztrümmer bei mir habe. Also schauen wir mal. Ein Gipsverband Marke Olli Spezial. Praktisch und modern. Und der Flug kann weitergehen. Ein Kunstwerk. Gips am Schlips. Doch Ollis Energie ist noch nicht erschöpft. Im Hühnerstall scheint irgendetwas nicht zu stimmen. Die Hennen sitzen zwar alle ganz friedlich auf ihren Eiern und brüten, aber... An dieser Hennenparty ist irgendwas faul. Und richtig. Hannas Ei rutscht immer und immer wieder unter ihrem aufgeplusterten Bauch hervor. Und als die Geduld der Glucke zu Ende ist und sie sich etwas zu kräftig auf dem Ei niederlässt, zerspringt die Schale. Hanna ist verzweifelt. Alles klar, keine Gefahr. Dr. Olli ist da und macht alles wahr. Dein Kind hat einen Schalenbruch, Hanna. Aber Ollis Verbände bringen die Wende. Sei nächstes Mal vorsichtiger. Zufrieden setzt sich Hanna auf das zusammengeflickte Ei und brütet weiter. Doch es kommt, wie es kommen muss. Kurz darauf will das Küken ausschlüpfen. Aber, oh Schreck, die Schale hält wie ein Panzer. Armer Olli. Wenn Hanna dich jetzt verklagt. Ein guter Anwalt holt ihn bestimmt da raus. Olli gibt nicht auf. Und wieder gibt es ein Eltern-Kind-Problem, das er lösen muss. Manni, der Affenvater, hüpft mit seinem Sohn spazieren. Doch der Kleine fällt ihm dauernd vom Rücken. Diese Aufgabe erfordert Einfühlungsvermögen. Ihr leidet wohl. Diesmal braucht Olli keinen Verband. Er knotet einfach die langen Ärmchen des Affenkindes um den Körper des Vaters und... Ab mit euch! Also dann, halt dich schön fest, Kleines, und mach nicht mehr so viel Affentheater. Okay? Wie ihr seht, ist Olli jetzt auf der Babytrage-Trainingsstrecke. Oh nein. Doch Olli darf sich noch nicht ausruhen. Noch jemand verliert ständig sein Baby. Mama Känguru. Ich gebe dir etwas, damit dein Baby nicht mehr aus dem Beutel springt. Jeder, der mit Kindern reist, sollte sie vorher anschneiden. Sowas nennt man Sicherheitsbindung. Danke, Olli. Wir machen mal einen Straßentest. Ollis Idee funktioniert tatsächlich. Das kann man gar nicht glauben. Langsam hat Olli genug vom Arztsein. Und nachdem ihm auch noch ein Wasserbüffel und dessen Junges über die Füße gelaufen waren, zieht er sich zu einem Nickerchen in seinen Schaukelstuhl zurück. Plötzlich...
Hallo, Dr. Olli nimmt keine Anrufe mehr entgegen. Diesen musst du annehmen. Dein Wald brennt gerade ab. Feuer! Eine wichtige Regel für Elefanten bei der Brandbekämpfung. Hast du einen Rüssel als Schlauch, fall nicht auf den Bauch. Das meinte ich eben. Ganz erstaunlich, wie platt ein Elefantenrüssel sein kann, wenn sein Besitzer darüber gestolpert ist. So, komm schon, Eduard, wir müssen ein Feuer löschen. Da, dü, da, 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 dü, da, 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 dü, da, da. Jopla. Eduard schlürft sich den halben Teich in den Rüssel. Dann geht's zur Brandstelle. Da zum Gefecht, Wassermarsch! Los! Lass es laufen, Eduard. Wir dämpfen die Begeisterung dieses Feuers. Gib mir alles, was du hast. Wir haben es gelöscht. Nicht weiterspritzen. Oh je. Schlapp wie ein leerer Luftballon liegt Eduard da auf der Wiese. Ah! Auch nicht mehr die Form von früher. Hey Rudi, komm mal her, aber im Laufschritt. Das Nashorn? Was soll das denn machen? Außerdem ist es immer noch wütend auf Olli. Ihr erinnert euch sicher. Es kommt, wie es kommen muss. Rudi denkt nicht daran, Eduard zu helfen. Er greift sich den papierdünnen Elefanten am Rüssel und jagt mit ihm kreuz und quer übers Fett. Oh, Freunde, mit dieser Methode könnte Rudi vielleicht einen Drachen steigen lassen. Hey, Moment mal, das habe ich doch nicht wörtlich gemeint, Rudi. Also sowas sieht man auch nicht alle Tage. Und noch etwas passiert sicher nicht alle Tage. Als Olli sich erschöpft nach Hause schleppt, zischt ihn plötzlich eine Schlange an. Olli erschrickt furchtbar und ist wütend. Ich hab so das Gefühl, dass das heute ein sehr langer Tag wird. Es ist sehr unhöflich, jemanden die Zunge rauszustrecken. Ich werde dir mal einen Maulkorb verpassen. Da ist man ganz einfach sprachlos. Inzwischen kennen wir ja alle die Olli-Spezialbandagen. Olli, du musst kommen. Es gibt Streit zwischen Lenny und dem Schwarz-Weiß-Gestreiften. Hörst du? Ich fürchte, dass Dr. Olli jetzt die Geduld mit seinen Patienten verliert. Langsam, Lenny. Du solltest dich wirklich schämen. Oh, Olli, ob du deinen Spezialverband auch bei Löwen verwenden solltest, möchte ich bezweifeln. Und was sagt der Tukan dazu? Diese Art Löwen zu zähmen, würde ich nicht empfehlen. Genau. Der Löwe nämlich holt zweimal kräftig Luft, spannt seine gewaltigen Muskeln und... Während die Sonne sich langsam auf unseren Helden herabsenkt, erkennt Olli, dass er wohl doch nicht das Zeug zum Doktor hat. Er könnte nicht mal einer Biene den großen Zeh verbinden. Also gibt er diesen Gedanken endgültig auf und kümmert sich wieder um seine Farm. Dem Farmer geht es gut, dem Farmer geht es gut. Hei ho, tirallala, dem Farmer geht es gut. Jedes Jahr, wenn der Frühling kommt und es Zeit wird, Gemüse zu pflanzen, finden wir unseren Freund Olli auf seinem Acker, wo er fleißig den Boden bearbeitet, mit seiner Schaufel und mit seiner... Ich bin müde, weck mich, wenn was kommt. Klar, Hans! Der Farmer sät die Saat, der Farmer sät die Saat. Und wenn das Korn gewachsen ist, dann kriegt das Geld der Staat. Oh, der Farmer sät die Saat. Die denken wohl, das ist Vogelfutter. Es gibt nichts Verrückteres als diese Blaumeisen. Hör mal, Vogelhirn, das kommt dir wohl wie Hühnerfutter vor, aber diese Körner kosten viel Geld. Das sind echte Auberginen oder Eierpflanzensamen. Haut ab, sonst mache ich Rührei aus euch. Du bist offenbar sehr beliebt, da kommt noch mehr Besuch. Und zwar Olga, die Straußendame. Und wie meistens, den Kopf tief in den Sand gegraben. Olga, was machst du denn hier? Ich habe keine Zeit zum Spielen, Olga, ich habe zu tun. Was ist denn das für ein Geräusch? Oh, Schreck, der Maulwurf. Er buddelt sich genau wie Olga quer durch Ollis Garten. Hoffentlich gibt das kein... Zu spät. Hey, kannst du nicht aufpassen, wo du hinläufst? Du behinderst den Verkehr. Ja. Straßen, Audi!
Komm raus, du Schlauchnase. Ich zeig dir, wer der Straßenrowdy ist. Wo steckst du? Oh, hol mich hier raus. Hol mich sofort hier raus. Ja, jetzt bekommt Olga es doch mit der Angst zu tun. Denn auf einmal ist es nicht nur ein Maulwurf. Nein, plötzlich sind da 3, 4, 7, 10. Und es werden immer mehr. Entschlossen greift Olli zum Spaten und haut drauf, was das Zeug hält. Jetzt wirst du vernünftig, Olli. Wenn man Maulwürfe loswerden will, muss man sie erledigen. Ja, und da die Sache mit dem Spaten nicht so recht erfolgreich war, setzt Olli seine Elefantenwaffe ein. Mit Eduards Hilfe will er die vielen Gräben unter Wasser setzen. Doch... Hey, was ist los? Die Bande hat Eduard einfach 2 Korken in die Rüssellöcher gesteckt. Du Schuft, ich sollte dich lieber... Da erscheint aus einem der Maulwurfshügel plötzlich eine Tulpe. Olli stutzt, dann will er sich abwenden. Doch in dem Augenblick taucht das freche Grinsen eines Maulwurfs unter der Tulpe auf. Weißt du, ich habe schon immer gedacht, dass du ein dummes Pflänzchen bist, aber jetzt weiß ich es genau. Ihr habt mich auf eine Idee gebracht. Ich werde euch nämlich jetzt umpflanzen. Jeder Maulwurf, der sich blicken lässt, wird in einen Blumentopf gesteckt und gründlich mit der Gießkanne begossen. Also, ich möchte, dass ihr alles schön aufblüht, genauso wie euer Bruder Moritz. Und vergesst ja nicht, eure Ohren zu waschen. Olli, ich will kein Spielverderber sein, aber ich fürchte, du verschwendest deine Zeit. Guck mal da drüben. Oh je. Alle Maulwürfe, die Olli entkommen sind, haben sich zusammengerottet und Kriegsbemalung angelegt. In buntem Federschmuck tanzen sie einen wilden Kriegstanz um ein paar ängstliche Regenwürmer herum. Die armen Wackelschwänze haben sich in eine Situation geschlängelt, aus der sie sich vielleicht nicht wieder hinausfinden können. Die Maulwürfe sind außer sich. Haben sich zu einem widerlichen Wurmwahnsinn hochgeputscht. Ihre Fantasie freut sich auf fürstliches Fressen. Aber Olli hat die Nase voll. Er trampelt jetzt auf den Kriegspfad. Okay, Maulwürfe, schaut auf meine Lippen. Jetzt werde ich unfreundlich. Schnaubend holt Olli eine mächtige Walze aus dem Schuppen und macht damit alles platt, was ihm unter die Füße kommt. Rauf und runter, kreuz und quer zieht er sie über seinen Acker. Regenwurm hin... Maulwurf her. Jetzt wissen die Maulwürfe, was ein Bulldozer ist. Hoffentlich haben sie ihre Lektion gelernt, denn dieser bulldüsende Bulle wird nicht mehr bulldösen. Ihr wisst schon, was ich meine. Endlich? So ist's recht, Olli. Mach mal Pause. Du hast sie verdient. Jetzt, wo alles gepflanzt ist, können wir uns zurücklehnen und Mutter Natur die Arbeit überlassen, Hans. Die Arbeit war schwer, aber sie hat sich gelohnt. Diese Termitentunnel-Terroristen haben eine Zeit lang alles auf den Kopf gestellt. Aber jetzt ist wieder Ruhe eingekehrt. Jetzt braucht Olli nur zu warten, bis das frische Gemüse die Köpfe aus der Erde streckt. Frisches Gemüse? Was da den Kopf aus der Erde steckt, sieht eher aus wie... Oh, Maulwürfe. Hier schon wieder. Gib nicht auf, Olli. Fang noch mal von vorne an und zeig ihnen, wer der Boss ist. Doch davor täte eine kleine Stärkung gut. Hans Krötenschild hat deshalb eins der frisch gefüllten Fässer angestochen. Doch irgendetwas scheint mit dem Inhalt nicht zu stimmen. Vermutlich bloß Einbildung, aber dieser Apfelsaft schmeckt irgendwie komisch. Ja, der Apfelsaft ist nicht schlecht, Hans. Er ist nur ein bisschen zu warm. Wenn er schlecht wäre, würde ich das ganz bestimmt riechen. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Trink deinen Becher aus und sei fröhlich, mein Junge. Guck mal da! Tja, auch Maulwürfe wissen, was schmeckt. Dieser Miesling labt sich an unserem Apfelsaft. Moritz, der Maulwurf, weiß nicht, dass der Apfelsaft gegoren ist.
Er wird die nächste Zeit ziemlich krank sein. Oh, oh, außer einem schlimmen Magen wird er auch noch einen dicken Kopf haben. Der arme Moritz hat seinen Orientierungssinn verloren. Auch unter der Erde findet er nicht mehr nach Hause. Olli macht sich wieder an die Arbeit. Und weil er die kleinen Wühlkünstler nicht ausrotten kann, wird er sie ausweisen und umsiedeln. Ich mach nicht gerne aus einem Maulwurfshügel ein Gebirge, aber ich hab wirklich genug von euch. Ihr zwei, abfahrt! Und das gilt für eure ganze Familie, für Gute und für Böse. Komm, Kleiner, auf geht's. Ach, jetzt habe ich die ganze Bande. Denkt mal nach, was würdet ihr wohl an meiner Stelle jetzt mit euch machen? Die Maulwürfe scheinen Schlimmes zu ahnen, denn einer nach dem anderen verschwinden sie wimmernd in dem riesigen Hügel, den Olli aufgeschüttet hat. Okay, ich sehe, dass ihr versteht, was ich meine. Du bist ein Optimist. Dein Maulwurfshügel hat ein Leck. Heda, halt! Was machst du denn schon wieder? Ladi, 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 ladi. Ladi, ladi, ladi. Jetzt reicht's aber. Euch Burschen kann man nicht trauen, in keinster Weise. Wenn ihr den absoluten Kampf haben wollt, dann sollt ihr ihn auch bekommen. Wisst ihr, was das ist? Jetzt werden eure Albträume wahr. Dynamit. Ein Ochse muss das tun, was er für richtig hält. Wie Korken aus einer Sektflasche schießen die Maulwürfe in die Luft. Und kurz darauf signalisieren sie mit vielen weißen Fähnchen, dass sie bereit sind, aufzugeben. Da bricht Ollis gutes Herz wieder durch. Ich will fair mit euch sein, Jungs. Ich weiß ja, dass ihr irgendwo graben müsst. Also lädt er sich die ganze Meute auf eine Schubkarre und setzt sie auf einem Stück Land neben seinem Acker wieder ab. Die Maulwürfe sind begeistert. Dies könnte der Beginn eines neuen Zeitalters sein. Frieden und Verständnis auf und unter der Erde. Mhm. Es könnte freundlicher und sanfter zugehen, wenn Ochse und Maulwurf in Harmonie zusammenleben. Oh ja, ich bin halt von Natur aus fröhlich. Doch damit nicht genug. Olli verbindet gleich das Angenehme mit dem Nützlichen. Eine Angel über der Schulter mit einem leckeren Wurm daran, so geht er gemächlich sein Feld auf und ab. Und die Maulwürfe, die den Wurm natürlich haben wollen und hinter Olli herbuddeln, graben ihm so sein Land um. Ihr seid doch viel glücklicher, wenn ihr euer Talent nutzbringend einsetzt. Do di do di do, di do di do di do, di do di do di do di do. Während die Sonne langsam im Westen versinkt und Olga langsam im Osten aufsteigt, verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal von unserem Freund Olli. Hoffentlich hat euch unser kleines Abenteuer gefallen und hoffentlich habt ihr ein oder zwei Dinge daraus gelernt. Und die Moral von der Geschichte, nur ein Maulwurf scheut das Tageslicht, doch unser braver Olli nicht.